Herzlich willkommen zurück zu Vampire Bloodlines. Wir haben beim letzten Mal mit vielen Mühen das Lagerhaus gesprengt. Und mal gucken, was und wie es jetzt weitergeht. Nice work, Fledgling. I felt that explosion a mile away. It's all over the news, too. Man, there's gonna be some pissed off Sabbat just howling for blood tonight. Danke. Kennst du jemanden namens Beckett? Beckett? Well, I know of him. Why? Ich habe mit ihm gesprochen. No kidding. Huh. Must be something major happening if he's in town. Beckett is a historian of sorts. He's unearthed more vampire lore than anyone. But that's all Beckett does. Seek the truth behind our condition. Bertram, ich muss dir ein paar ernsthafte Fragen stellen. What do you need? Welchen Deal hast du mit Therese Vermin geschlossen? That was just silly vampire politicking, Fledgling. No more. You get used to that kind of thing. Ich glaube langsam, dass Therese dich lieber tot sehen wollte. Yeah, no kidding. Now that the Camarillas moved into L.A., Therese wants the title of Prince of Santa Monica. I guess she saw me as a threat. Funny thing is, I could care less. Wusstest du, dass Jeanette und Therese ein und dieselbe Person war? Oh, I had my suspicions. What an interesting specimen. But a pain in my dead ass for sure. Ich habe noch ein paar mehr Fragen. Like what? Ja gut, holen wir jetzt erstmal noch ein bisschen Informationen. Ich habe ein paar Fragen wegen der Clans. Clans are just bloodlines, you know. A common root shared and passed on from sire to child. Bruja. They're a bunch of malcontents. They get pumped up by rousing the rabble they keep around them. Like, that's hard. Nothing breeds faster than contempt. And that's what the Bruja are all about. Jealousy and contempt. Noch was zu dem anderen. Sure. Dann haben wir noch Gangrel. They fancy themselves loners and drifters running around the countryside and barking at the moon. It's all just an act. Gangrel can walk upright. They just choose not to. Sure. Dann haben wir noch die Malkavianer. Malkavians are, interesting. There's something to them. Learning to sort the wisdom from the bullshit can be some work, and, not all of them are worth listening to, but, they're all good fun, if you ask me. Dann fragen wir mal nach den Sekten. Yeah? Was kannst du mir über die Anarchen erzählen? The Anarchs. Yeah, I respect what they do, strenuous liberty and all that jazz, but they're kidding themselves. Wherever there's an ounce of power to be had, there'll be people dicking each other over. You think the Camarilla invented that? Was weißt du über Ninis Rodriguez? From what I hear, he's a likable sort, and that's a problem. Nines Rodriguez is the kind of guy you want on your side, and more kindred go anarch every day because of him. Nun zu den anderen Sekten. Zu dem Sabbat hätte ich gerne noch mal was gewusst. Yes, me. The Sabbat makes no sense. They couldn't care less about the masquerade. And they seem to care even less about themselves. It's like, hey, let's all spread hell on Earth so we can feel big and bad. Oops, I'm dead. Now how did that happen? Okay, bis dann. Okay. Dann gehen wir mal zurück zu unserem Auftraggeber. Hier quer durch. Da durch. Und ins Apartment.
ist er hin? Er ist weg. Wieso ist er weg? Die Lagerhalle liegt nun auf dem Grund des Pazifik. Einzelteile stecken in einem Rasen in Pensadena. Erstatten Sie Prinz Lacroix im L.A. Venture Tower Bericht. Ja, wie komme ich da denn hin? Ja, okay. Jetzt bin ich verwirrt. Wir gehen mal nach Hause. Vielleicht geht's da ja irgendwie weiter. Oder ich habe wieder irgendwas übersehen. Würde mich auch nicht wundern. Wo haben wir denn doch mal gewohnt eigentlich hier, oder? Im L.A. Venture Tower. Gut, dazu müssen wir erstmal nach L.A. kommen. E-Mail. Gucken wir doch mal, ob wir da was Neues haben. Ja, eine Bitte. Wir haben erfahren, dass eine Probe Werwolfblut in die Hand der Lokalpresse gelangt ist und zur Analyse in die Klinik von Santa Monica geschickt wurde. Um die Verantwortlichen haben wir uns gekümmert. Höchst schmerzvoll, keine Sorge. Doch aus offensichtlichen Gründen darf niemand die Probe testen. Hol sie zurück und wirf sie in deinen Briefkasten. Wir werden dich angemessen entlohnen. Erster Zug, ein Freund. Der Weiße König zieht, um seinen Bauern zu schützen. Okay. Ah, dann dürfen wir also wieder ins Krankenhaus gehen. Das ist ja fantastisch. Wieso schlafen kann ich aber auch nicht, ne? Nee. Da liegt noch was. Normale Armbanduhr. Ist halt die Frage, wo jetzt da noch Werwolfblut liegt. Aber gut, schauen wir mal nach. Ich würde ja fast auf die Blutbank tippen. Gucken wir da hinten einfach nochmal rein. So, und speichern wir vielleicht auch nochmal ganz gut. Ich würde ja Werwolfblut eher kühlen. Ehrlich gesagt. Hab aber so meinen Zweifel, dass das hier noch ist. Wahrscheinlich nicht. Nee, gut. Ansonsten. Vielleicht dann doch eher im Erdgeschoss. Aber gut, dass wir den hier hinten schon mal ausgesaugt hatten. Was ist denn hier? Achso, nix. Weißt du irgendwas? And let that bitch out. There's one less bitch in the world now. Why'd you have to let her go and eat him, huh? Now I'll never get to do in that bastard myself. Well, you know what? No blood for you. No more. Sei doch froh, wenn ich sie nicht befreit hätte, hätten ihre Freunde diesen Laden hier zerlegt. That's interesting. A missed opportunity. Guns make people cocky. They never appreciate what a skilled hand married to a knife can do. All you have to do is get close enough to cut off the trigger finger. Or their face. You like to talk, don't you? I want to hear a story. Tell me, what's the best way you violenced up someone? I want to hear every grisly detail. If I like your story, I'll sell you some blood.
Ich bin kein Mörder. Blood comes from out of the living, from all kinds in a red torrent. The crimson seep at the speed of a heartbeat. For each drop, a teeny bit of life shed. You don't care how it's got, as long as it is. You'll be begging for it and not getting any. Ja, ja. No, 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 no. Queen Bitch would say no to that. No, 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 no. Queen Bitch would... Blood don't grow on trees. Eigentlich finde ich, es brauchen wir hier das Blut auch nicht unbedingt kaufen, aber gut. Wie kann ich es wieder gut machen, dass ich das Mädchen freigelassen habe? Now that you let that one go, I have to go out and find someone else to fill the chair. But it's kind of chilly out, and now that my co-pilot's been devoured, I'm flying solo. I need a new body. Find another donor and I'll whip up a fresh batch. Überreden hat ja nicht funktioniert. Wo soll ich den finden? The bitch who owns me and this place runs the asylum. Lots of young, stupid blood there. Not like the putrid, stinking, vagrant blood we so often get. Don't shed any at the club, though. No, 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 no. The missus, she don't appreciate it. Na schön, ich werde mal in dieses Irrenhaus gehen. Bis dann. Oh, jetzt haben wir noch eine neue Quest gekriegt. Aber erstmal schauen wir uns hier natürlich um. Da eventuell. So, dachte ich, hätten wir mal aufgemacht. Gehen wir halt von vorne wieder rein. Ah, oben wäre ja auch noch eine Möglichkeit gewesen. Wissen wir denn da jetzt irgendwas Neues? Lacroix hat ihnen eine E-Mail geschrieben, sie sollen eine Konserve Werwolfsblut aus dem Krankenhaus holen, um die Maskerade zu schützen. Und, ja, also wo es Näheres wissen wir aber nicht. Wendel will, dass sie ein ahnungsloses Opfer finden, das Lilly als Spender für die Blutbank ersetzen soll. Ja. Ich suche erstmal hier Werwolfsblut. Na, schon Wahnsinn, wie oft wir jetzt hier im Krankenhaus waren. Da steckt ja doch mehr drin, als man so denkt. Den habe ich doch bestimmt auch schon ausgesaugt, oder? No response. Nee, habe ich noch gar nicht. Warum das denn? Das ist ja was. Da ist auch nichts. War hier noch irgendwas? Gucken, ob hier noch was ist. Brustimplantate sind kein Spielzeug. Gucken, ob wir hier noch irgendwas haben. Bluttest, sonderbare Blutprobe. Hey Danny, wir haben eine interessante Blutprobe von jemandem bei der Sun bekommen. Soll angeblich von einem Werwolf sein. Glaubst du so einen Scheiß? Aber egal. Sie bezahlen uns ja dafür. Kannst du das auf deiner nächsten Schicht checken? Vielen Dank, F-Doc. Woher zum Teufel soll ich denn wissen, auf was ihr testet? Sei kreativ. Ist wirklich keine große Sache. Schau einfach nach, ob da was Spanisch ist. F-Doc. Treff Abi, wo ist sie? Oh klar, sorry. Die Probe ist im elektronischen Schrank bei den Betäubungsmitteln. PS, hast du Bock auf ein paar Körbe am Wochenende? F-Doc. Hey, weißt du irgendetwas? Ich hatte Phil das Passwort vor ein paar Stunden ändern lassen. Das Passwort ist der Name von Malcolms kleiner süßer Affäre. Ups, habe ich das gesagt? Du solltest diese Mail sofort wieder löschen. Wir sehen uns dann Samstagmorgen im Park. Seine Affäre. Okay, Malcolm. Gut, zur Not können wir das eh hacken. Wie hieß denn nochmal seine Affäre? Dann müssen wir nicht unbedingt hacken. Oder wenn das... Hacken fehlschlagen sollte. E-Mail. Ne, eins wahrscheinlich. P. Bennis. Page. Oder? Ja, Page müsste es sein. Ja, Page. Page ist das Passwort. Müssen wir einmal hoch.
Hier geht's aber nur runter. Huch, was ist das denn hier noch? Sind wir wieder bei der Blutbank? Huch. Hier waren wir auch noch gar nicht drin. Leichen. Kuhglocke, okay. Abobo G. Abobo G. Wunden legen tot durch Hiebe mit einem Baseballschläger nahe. Crump V. Opfer starb an Herzversagen, persönliche Gegenstände in Lager B. Doe Jane. Opfer starb aus unbekannten Gründen. Hinweis, der Körper enthielt nur noch einen halben Liter Blut. Straftat vermutet. False D. Tod durch massive Schlageinwirkung. So wie dieses Exemplar aussieht, musste ich es irgendwie in die Kühltruhe sperren. Perry D. Opfer ist an Schinken und oder Käse erstickt. Ja, interessant, hier waren wir wirklich noch nicht drin. Welchen Schauhaus? Ist natürlich verschlossen. Ist da irgendwas Tolles drin? Interessant. Interessant. Dann gehen wir mal wieder hoch. Was haben wir hier? Ein Aktenraum. Ah, hier war ich doch schon mal drin. Kommen wir hier wieder hoch? Oder war das ein Einweg-Ticket hier? Nee. Also ich komme da nicht hoch. Macht aber auch nichts. Das heißt, wir müssen wieder einmal komplett außen rum gehen. Oder? Kommen wir hier durch? Nee, da ist wieder zu. Na gut. Lovely evening. Dann wieder einmal rum. Den Betäubungsmitteln. Das ist die Frage, ist das dann hier mit in diesem Raum drin? Speicher nochmal. Ich glaube, den konnte man ja jetzt... knacken. Ah, shit. Weiß nicht, sind Prescriptions, sind das Betäubungsmittel? Oder war das hier? Ah. Controlled Substances. Dann würde ich da noch mal reingucken. Kamera. List. Mhm. Kamera. Optometrie. Weiter. Kamera 1. Betäubungsmittelkamera.
deaktiviert aus, ja. Die habe ich ausgemacht, ja schon. Frage, ne? Ist das jetzt dieser hier? Komme ich dann da jetzt mit dem Passwort rein oder nicht? Alles wieder sehr seltsam. Gehen wir hier nochmal rein. Betäubungsmittel, Tür. Jetzt macht es auch Sinn. Okay, das war noch nicht Page. Das war Dosierung. Entriegeln. Tür entriegelt. BM-Schrank. Das Wort korrekt. Page. Entriegeln. Schrank entriegelt. Jetzt. Das ist nicht der, dann ist es der hier dann, oder? Ja. Und jetzt ist da auch was drin. Wolf, Werwolf, Blut. Puh. Sehr gut. Gab zwei Erfahrung. Und beim nächsten Mal geben wir das dann in unseren Briefkasten. Bis dann.